Ja, Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Tja, Logitech X230. Nun, was an den Dingern so ohne Zutun, ohne irgendwas zu machen halt Mist ist, ist auf jeden Fall das Subwoofer. Einmal sowieso, weil da definitiv Frequenzen draufgehen, was ortbar ist, was da nicht hingehört auf den Subwoofer. Das ist eine Sache. Damit kann man allerdings in der Tat leben. Die andere Sache ist die Abstimmung. Das ist eigentlich das Hauptproblem von den Dingern. Ansonsten kann man die tatsächlich nämlich sehr gut gebrauchen. Für mich war es nun der Fall gewesen, ich habe die Dinger auf eBay Kleinanzeigen gesehen für 8 Euro und da habe ich mir gedacht, ja komm, für 8 Euro nimmst du mit. Der Neupreis von denen seinerzeit, als die neue draußen waren, wäre wohl 50 Euro gewesen vor x Jahren. Für das Geld hätte ich die nicht gekauft, hätte ich auch nicht empfohlen. Aber wenn man die Dinger günstig kriegen kann, ist das durchaus was sehr gut Brauchbares für den PC. Nun, kleine Leistungsmessung. Egal ob Party angesagt ist oder nicht, die Dinger ziehen etwa 10 Watt. Wenn ich meine Anlage benutze, ist auch egal, ob, wie gesagt, Partymodus, Vollgas oder normal leises Hören oder Raumtemperatur, wie auch immer. Also selbst Silvesterparty bis zum letzten, solange es noch halbwegs brauchbar klingt, aufreißen die Geschichte. Ist meine Kombination hier Yamaha RXV663 Audio-Video-Receiver, Canton GLE471 da dran und dann habe ich hier den Canton AS85.2 SC, der hier meine ganze Bude zum Beben bringt. Das System zieht dann so etwa 60 Watt die ganze Zeit aus der Buchse. Wir sehen also schon, okay, dann und wann einmal, wenn die Ansprüche nicht so ganz oben sein müssen und man damit leben kann, verbrauchen die Dinger schon mal nur ein Sechstel an Strom. Was ja schon mal ganz nett ist. Nun, die Abstimmung, die ziemlich mistig ist. Wie man hier sieht, das ist ja natürlich auch nur subjektiv so von Hand. Man kann damit dann durchaus auch mal Musik hören, also auch das geht. Wie gesagt, die Ansprüche ein bisschen runtergefahren, aber tatsächlich auch gar nicht so krass. Was halt nervig ist, und man sieht schon, dass da irgendwie eine Badewanne am Start ist, wir müssen uns das ja nur andersrum vorstellen. So Pi mal Daumen, ne, in etwa. Was hier ab 4000 Hertz quasi eigentlich zu viel ist, nach oben hin, einem Frequenzgang und nach unten hin, so irgendwie hier um 500 Hertz bis zu den tiefsten Frequenzen, was das eigentlich too much ist, ne? Also, ne? Ich habe jetzt auf die Schnelle keine Möglichkeit, das zu invertieren, wie man so schön sagen würde, dann wird man hier die Badewanne sehen. Nun, mit dieser Einstellung kann man die tatsächlich gut gebrauchen. Und ja, was gibt es dazu sonst noch zu sagen? Eigentlich nichts weiter. Wenn man die Möglichkeit hat, da wo man sie dran benutzen möchte, dass man hier einen Equalizer halbwegs vernünftig reindrehen kann, dann kann man die sehr gut gebrauchen. Was sonst beim Subwoofer sehr nervig ist, bei diesen tiefen Frequenzen. Und wenn man dann noch mal etwas mehr Pegel von den Dingern abverlangt, dann fängt der Subwoofer das Vibrieren an. Das ist halt ab Werk natürlich eine ziemlich bescheidene Sache, weil das nervt. Das nervt richtig. Wenn man sich den Equalizer hier so konfiguriert hat, zum Beispiel wie bei mir an einer RSB 1500, die Soundblaster Z, dann minimiert sich das ganz schön krass. Und man sieht es ja auch an der Abstimmung, was da, ne, völlig fail ist. Wenn man die Dinge aber am Smartphone betreiben möchte oder irgendwie so, wo man nicht diese Möglichkeit hier so hat, dann würde ich die definitiv nicht empfehlen. Einen PC hier so, wo man so einen Equalizer hier davor hauen kann, so systemweit ist das kein Problem. Dann kann man die sehr gut verwenden. Wie gesagt, manche Frequenzen, die eigentlich nicht auf dem Subwoofer gehören, kommen dann halt auch durch den Subwoofer, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Da kann man damit leben. Dafür, dass die Neupreise eigentlich auch schon so günstig waren und nun so gebraucht über eBay Kleinanzeigen halt noch deutlich günstiger waren,
So für 8 € hat man da tatsächlich einen super Sound. Also wenn man das in dem Spektrum zu Zahlen des Geldes bekommen kann, sowas, macht man damit wohl in gewissem Rahmen ja schon einen guten Fang, würde ich meinen. Also kann man so machen. Ich zock da drauf ganz gerne jetzt mal, oder man pennt abends mal bei einer Runde Netflix irgendeine Serie ein und der Rechner geht dann irgendwann automatisch aus und die Dinger dann, ja gut, 10 Watt tun nicht so weh, aber wenn die Anlage dann weiterläuft und 60 Watt zieht die ganze Zeit, ist das halt eine ganz andere Hausnummer, ne? Joa. Das soll es zu dem Video gewesen sein. Macht's gut oder besser.